Hallo, hier ist wieder mal Martina. Ja, lieber Jörg, hier sind wir wieder gemeinsam im Gespräch. Und gleich vorweg für alle Zuseher und Zuhörer, nein, ich bin keine KI. Falls diese Frage wieder aufkommt, nein, ich existiere. Absolut und echt. Da dich die Hörer längst kennen, möchte ich auch gleich mit der ersten Frage beginnen. Falls jemand denkt, was macht die denn da? Da ich die Fragen in Punktschrift lese, muss ich ab und zu mal ein bisschen blättern. Also, ich hoffe, das stört niemanden. Okay, fangen wir an. Bei vielen Kinder Gottes, ich sage Kinder Gottes und nicht Christen, hat man den Eindruck, dass sie fest schlafen. Die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Kurze Erklärung. Ich sage ganz bewusst Kinder Gottes oder Volk Gottes, weil ich darin eine innige Beziehung zu unserem himmlischen Vater sehe. Christ ist für mich eher ein allgemeingültiger Ausdruck. Jeder nennt sich doch irgendwie Christ. Auch wenn er es vielleicht gar nicht unbedingt ist, warum sind so viele auch in Gottes Volk so fest eingeschlafen? Es gibt Menschen, die warnen und Weckrufe aussenden. Ich denke, es gibt im Augenblick viele Dinge, die Angst machen könnten. Aber der Herr Jesus sagte ja schon vor langer, langer Zeit, dass wir unseren Kopf erheben sollen, weil sich unsere Erlösung naht. Was denkst du über die ganzen Dinge und Zeichen, die im Augenblick geschehen? Ja, hallo Martina, schön, dass wir wieder Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Danke auch für deine neuen Fragen. Ich will mich bemühen, da wieder ein paar konkrete und gute Antworten zu geben und bitte dabei natürlich auch um den Segen Gottes. Und das ist ja letztlich auch das Entscheidende beim Lesen der Bibel, beim Antworten natürlich und auch beim Deuten der Ereignisse um uns herum und beim Bibellesen. Wir brauchen Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, um eine Ahnung davon zu bekommen, was sich bewegt, was um uns herum geschieht, was wichtig ist, wie wir die Sachen deuten und erkennen und verstehen dürfen. Ja, warum schlafen viele Christen? Da muss ich wohl jetzt zuerst auch einmal anmerken, dass wenn jemand auf diese Frage antwortet, dass der sicherlich nicht in der Position ist, dass er immer wach ist, immer alles versteht, immer alles weiß und erkennt. Wir sind ja alle mehr oder weniger schläfrig und haben unsere Schwachheiten und sehen manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also wenn ich jetzt hier versuche, eine Antwort zu geben, dann sicherlich nicht, weil ich die Weisheit hier mit Löffeln gefressen habe. Ganz sicherlich nicht. Aber um auf deine Frage einzugehen, wir leben tatsächlich in der sogenannten Endzeit und darüber berichtet die Bibel ja in vielen Worten und es ist auch die Rede davon, dass die Liebe in vielen erkalten wird, wohl auch, weil die Situation, die Umstände in dieser Welt und Gesellschaft kompliziert, schwierig werden, weil es immer problematischer wird, auch einen tragbaren Glauben zu vermitteln in dieser Welt.
Wenn wir für uns sind, dann ist das wohl kein Problem. Dann haben wir gute Gemeinschaft, dann haben wir auch Liebe füreinander übrig und können uns dienen und helfen, was gut und richtig ist, auch als Zeugnis nach außen. Aber wenn wir halt mit dieser Welt konfrontiert werden, auch mit manchen Leuten, die nur den Kopf schütteln über uns Christen, dann wird das natürlich nicht immer so angenehm und dann weht uns eben manchmal auch ein kalter Wind vor die Nase. Und das auszuhalten, jeden Tag, je nachdem, wo man ist und womit man sich beschäftigt, das ist sicherlich nicht immer so einfach. Und dann neigt man eben wohl auch dazu, manchmal einfach den Rollladen runterzuziehen und sich aus allem rauszuhalten, um sich auch selber zu schützen. Und das kann wohl dann manchmal den Eindruck vermitteln, dass man schläft. Aber ich denke, dass die Verheißungen, die wir in der Bibel haben, dass Gott bei uns ist, dass er uns nicht in der Art und Weise jetzt im Regen stehen lässt, sondern dass er bei uns ist, uns nicht verlassen und versäumen will und wird, das darf unser Trost sein. Und die Dinge stehen ja auch in der Bibel, damit wir uns darauf vorbereiten, auf diese Zeit, auf diese Endzeit, auf die Anfechtungen, auf die Probleme. Und darum ist es eben auch wichtig, dass wir auch Gemeinschaft untereinander pflegen, wie auch immer das möglich ist, auch übers Internet, warum nicht? Aber persönlich ist natürlich immer besser. Und dass wir trotz allem, ja, verlangen, auch mal einfach in Ruhe und Stille sein Leben zu genießen, seinen Glauben zu genießen und nicht immer ständig kämpfen zu müssen, was ja auch irgendwo verständlich ist, dürfen wir trotz allem auch daran festhalten, dass wir nicht alleine sind und dass wir tatsächlich auch als Christen dafür gesetzt sind, in dieser Welt ein Zeugnis zu sein und die Dinge auch zu bewerten und zu beobachten, das Böse auch zu erkennen und aufzudecken und wachsam zu sein, die Augen offen zu halten und eben nicht nur um uns selber uns zu drehen, sondern tatsächlich auch die Welt um uns herum wahrzunehmen und entsprechend halt auch darauf zu reagieren und auch unsere Gaben, unsere Talente, unsere Möglichkeiten einsetzen, die wir haben. Und das ist auch eine Art, wie wir dann mit diesen Schwierigkeiten umgehen, indem wir eben dann auch die gottgegebenen Fähigkeiten und Stärken und Talente einsetzen, um Gutes zu tun, um Richtiges zu tun, um Richtiges zu sagen, um auch die Dinge zu verstehen, wie sie sind und dann eben auch uns untereinander zu helfen. Und wir sind alle immer wieder in der Gefahr einzuschlafen, aber dann dürfen wir uns auch immer wieder neu auf Gott einlassen, uns immer wieder neu in das Gebet vertiefen, in der Bibel lesen, nachdenken und einfach auch wissen, dass die Zeit nicht besser wird, sondern dass wir die Zeit auskaufen sollen, wie die Bibel sagt. Das heißt, dass wir Gutes tun sollen. Und je schlimmer die Zeiten werden, desto mehr dürfen wir auch wirken und Gutes tun und uns eben nicht unterkriegen lassen. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Er herrscht noch in dieser Welt und bringt Unruhe und Unfrieden. Aber er ist ein besiegter Feind. Wir Christen leben im Sieg und das muss uns auch immer wieder vor Augen gestellt werden und da dürfen wir auch das untereinander uns zusprechen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir erlöst sind, dass wir Frieden haben, dass uns niemand aus Gottes Hand reißen kann, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und uns ans Ziel bringen wird und dass wir auch nie über unsere Kräfte überfordert werden und dass wir nicht über unsere Kräfte angefochten werden, dass wir tatsächlich die Dinge auch aushalten und ertragen können, weil wir nicht alleine sind und uns auf ihn verlassen dürfen. Soweit mal diese Antwort. Ich weiß nicht, ob das jetzt so alles rübergekommen ist, wie ich es meine, und ob das auch eine gute Antwort ist. Das sei dann jedem, der das sich anhört und ansieht, selber überlassen. Aber das sind so die Dinge, die mir jetzt zu deiner Frage eingefallen sind. Soweit. Dankeschön. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dieser ersten Frage, zu abendlicher Stunde.
Ich habe ja schon bei der letzten Frage, beim ersten Interview gesagt oder Dinge festgestellt in Bezug auf Christen und Scheinchristen oder Namenschristen, dass es da eben schon eine gewisse Unterscheidung zu machen gilt zwischen Menschen, die eben einer Religion folgen, einer Kirche folgen und Menschen, die Jesus Christus folgen und die eben zum einen von neuem geboren sind und die anderen eben nicht. Also von daher kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, wenn du sagst, einerseits Kinder Gottes und andererseits sogenannte Christen. Es gibt ja auch diesen sinnigen Spruch, was nicht grau ist, das ist gräulich, was nicht grün ist, das ist grünlich, was nicht blau ist, das ist bläulich und was nicht Christ ist, das ist christlich. Und in Bezug auf die Zeichen, die wir so erhalten oder wahrnehmen können, also es gibt ja den Staat Israel, der vor einer ganzen Weile gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja auch eine Erfüllung der Prophetie, dass Gott sein Volk sammeln wird. Das ist ja schon mal der erste Punkt, woran wir erkennen können, dass die Zeit langsam voranschreitet und es nicht mehr lange dauern kann, bis diese ganzen Ereignisse, die in der Bibel beschrieben sind, dann auch tatsächlich stattfinden werden. Zum anderen sagt die Bibel ja auch, es wird Kriege, Kriegsgeschrei geben, das hatte ich schon erwähnt, Erdbeben und viele andere Dinge, dass sich ein Volk gegen das andere erheben wird und dass die Liebe erkalten wird und so weiter und so fort. Das sind alles eben, wie gesagt, diese Zeichen, an denen man schon wahrnehmen kann. Gerade jetzt, weil das in so gebündelter und konzentrierter Folge auch stattfindet, dass man das ja fast schon täglich neue Meldungen wahrnehmen kann in den Medien, was da alles geschieht momentan in dieser Welt. Und an solchen Dingen kann man dann schon wahrnehmen, dass die Zeit reif ist und dass es wirklich nicht mehr lange dauern kann, könnte, bis dann zumindest erst einmal die Entrückung stattfindet und die Ereignisse dann eben auch so folgen und kommen werden, wie die Bibel sie sagt. Und das heißt für uns Augen offen halten, nüchtern sein, umso mehr an Gottes Verheißungen festhalten, als Christen zusammenstehen, für die Wahrheit gerade stehen, die Füße aber auch trotzdem stillhalten, keine Panik, keine Angst bekommen, nach vorne sehen, glauben und vertrauen. Und das ist eben jetzt umso mehr angesagt. Soweit diese Ergänzung. Ich glaube, jetzt wird es interessant. Gottes Wort sagt schon ganz am Anfang, dass der Herr den Mann geschaffen hat und ihm die Frau als Gehilfin zur Seite gestellt hat. Und was für eine Ergänzung. Ich finde es echt toll und genial, wie Gott das gemacht hat. Ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich jetzt sage, dass es doch eine gotteslästerliche Anmaßung ist, wenn es nicht nur Mann und Frau geben soll, sondern Dutzende von irgendwelchen anderen Geschlechtern. Es erschreckt mich sehr, wenn ich das alles sehe. Ja, Thema Mann und Frau, das ist ja ein aktuelles Thema geworden, weil man das so nicht mehr akzeptiert und stehen lassen will und sich dann allerlei Blödsinn und Unsinn einfallen lässt, um irgendwie jedem gerecht zu werden. Aber das ist ja irgendwie alles total verkehrt. Aber das ist eben auch die Zeit, in der wir leben, wo dann gerades krumm gemacht wird, wo dann das, was bisher immer gegolten hat und immer richtig war, auf einmal in Frage gestellt wird, völlig überflüssigerweise. Und ja, auf deine Frage zu antworten, Mann und Frau, Gott hat das so geschaffen und sie ergänzen sich einander im Leben, in der Ehe auch. Die Ehe ist, sage ich mal, keine Erfindung der Menschen, sondern die Ehe ist von Gott gestiftet und sie spiegelt ja auch ein wenig die Beziehung zwischen Menschen,
Jesus und der Gemeinde wieder, wie die Bibel ja auch sagt in Epheser 5, 21 bis 33, wo es dann auch um die Gemeinde geht, in Bezug auch auf eine christliche Ehe von Mann und Frau. Und es ist traurig, dass man das heutzutage so noch betonen muss, dass es eben so ist, dass es Mann und Frau gibt. Und dass es eben die Zeit, in der wir leben, der Zeitgeist herrscht. Der Zeitgeist stellt alles auf den Kopf, sucht angeblich nach Gerechtigkeit, aber verzettelt sich total und geht in die Irre. Und ja, das ist ja natürlich als Christ total abzulehnen. Und manchmal kriegt man ja irgendwelche Post und im Briefkasten muss irgendwelche Fragebögen ausfüllen und dann gibt's dann immer hier, sind Sie Mann, Frau oder irgendwas dazwischen oder derlei und so. Und da schüttel ich immer nur wieder den Kopf und ja, finde es traurig, dass sich manche da anpassen. Aber es gibt auch Widerstand, es gibt auch manche Firmen oder manche Politiker, die auch sagen, das machen wir nicht mit, da sträuben wir uns dagegen, da zeigen wir eine klare Kante, dass das so nicht geht und dass wir das nicht akzeptieren. Genauso auch mit diesem Gender Mainstreaming oder dieser Verrohung der Sprache. Unsere Sprache ist eigentlich sehr schön, die deutsche Sprache, und das sagen auch viele Ausländer, dass wir eine wunderbare, schöne Sprache haben, in der man viele Dinge wunderbar ausdrücken kann. Und jetzt kommen irgendwelche besonders klugen Leute daher und verhunzen unsere schöne Sprache und meinen, man muss um der Gerechtigkeit willen jetzt irgendwelche Formulierungen eben in Zukunft weglassen und irgendwie sich neu orientieren, damit sich keiner irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Aber das hat früher auch keinen gestört und jetzt auf einmal soll es die Leute stören. Also ich kann da nur den Kopf schütteln und sagen, das mache ich nicht mit und das ist völliger Unsinn und Quatsch und Blödsinn. Gott hat die Ehe gestiftet als etwas Wunderbares und Mann und Frau hat er geschaffen nach seinem Bilde. Und sie ergänzen sich einander und sie sind füreinander da. Jeder hat auch seine Aufgabe. Ein Mann ist keine Frau und eine Frau ist kein Mann. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und das sollten wir einfach akzeptieren und uns an das biblische Bild halten. Und die Politik von heute pfeift aber da drauf und weiß alles besser und meint, sie kann da neue Regeln und neue Gepflogenheiten in der Gesellschaft integrieren. Aber es ist Widerstand da und das ist gut so und wir müssen als Christen einfach auch dann dazu stehen, dass wir uns an das Bild der Bibel halten, an Mann und Frau, so wie es geschrieben steht, wie es gut ist, wie es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer gegolten hat und gut war. Und jetzt auf einmal ist es nicht mehr gut. Also ja, wie gesagt, ohne mich und wer Christ ist und sein Christentum auch ernst nimmt in seinem Glauben, wer das Christentum ernst nimmt, so gesagt, der kann da eigentlich nicht mitmachen. Der muss klar auch seine Position deutlich machen, dass er in dieser Art und Weise mit dem, was die Gesellschaft und die Politik einem hier aufdrücken will, dass er damit nicht einverstanden ist und hier Widerstand leistet. Friedlich, selbstverständlich, aber doch Widerstand. Und da sollten wir als Christen auch mit einer Zunge, mit einer Sprache reden und uns da nicht irgendwas aufdrücken lassen, was gegen unseren Glauben, gegen die Bibel, gegen jede Vernunft sich darstellt. Und das ist etwas, was wir getrost vergessen dürfen. Das können wir ignorieren. Da können wir sagen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber auf mich, auf meine Unterstützung müsst und könnt ihr dann verzichten. Sicherlich gibt es auch manche Merkwürdigkeiten, sag ich mal, zwischen den Geschlechtern, dass manche Menschen mit zwei Geschlechtern auf die Welt kommen, aber das heißt dann nicht, dass die eben weder Mann noch Frau sind, sondern das ist eben ganz eindeutig ein Gendefekt. Und viele Dinge, die kaputt sind oder unvollständig sind oder wo irgendwas durcheinander gerät biologisch und
so weiter, das sind eben Zeichen der Sünde. Die Sünde macht so ziemlich alles kaputt in dieser Welt und pfuscht auch leider am Menschen herum. Und dass es solche Menschen gibt, das ist bedauerlich. Aber auch solche Menschen dürfen sich darauf verlassen, dass sie Erlösung finden dürfen. Aber das sind eben keine geschlechtsspezifischen Normalitäten, sondern das ist entstanden durch Gendefekte, durch kaputte Gene, durch Dinge, die eben nicht mehr in Ordnung sind und eben auch letztlich nur das Ergebnis von Sünden sind. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und wer das eben nicht einsieht, der sieht es eben nicht ein. Wir als Christen sehen es aber so und dürfen das auch aussprechen. Soweit. Die nächste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist diese: Warum ist im Islam so viel Hass gegenüber den Nachfolgern Jesu? Könntest du uns darüber etwas sagen? Ich bin sicher, dass die Bibel auch darüber klare Auskunft gibt. Ja, Thema Islam, da kann man sicherlich vieles sagen. Du fragst, warum da so viel Hass ist gegen die Christen. Also ich merke das auch schon, dass da aus manchen Ecken und Enden viel Hass und Widerspruch gegen die Christen da ist, besonders wenn Christen eben aufstehen und den Mund aufmachen und eben sagen, dass der Islam nicht richtig ist, dass der Koran nicht Gottes Wort ist und dass Jesus Christus eben ein anderer ist, als der Koran sagt. Und wenn man das öffentlich transportiert, auch im Internet, dann erlebt man da schon viel Widerspruch. In anderen Ländern geht es sogar noch schlimmer zu. Da hört man immer wieder von Attentaten und von Ermordungen und so weiter. Und das ist sicher eine schlimme und üble Sache. Wobei man aber auch sagen muss, dass nicht jeder, der an den Koran glaubt, in dieser Art und Weise vorgeht. Es gibt sicherlich auch friedliche Menschen, die islamgläubig sind und die auch in unserem Land leben und die versuchen, auch ein ruhiges Leben zu leben und keine Morddrohungen oder sowas aussprechen oder Christen verfolgen. Das sind sicherlich immer nur ganz extreme Leute, die auf diese Art und Weise, ja, ich will sagen, manipuliert sind vom Bösen, vom Teufel. Und der steckt letztlich auch dahinter. Ja, ich denke, wir dürfen uns als Christen nicht einschüchtern lassen. Wir dürfen die Wahrheit sagen, wir dürfen für die Wahrheit stehen, wir dürfen Zeugnis unserer Hoffnung geben und wir müssen eben auch die Unterschiede sehen. Die entscheidende Situation bei denjenigen, die an Gott glauben, ist eben die Person Jesus Christus. Die spielt auch im Koran eine gewisse Rolle, aber dort ist Jesus eben nur ein Prophet, einer unter vielen und hinter Mohammed. Aber Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst und das leugnet der Koran. Der Koran leugnet im Prinzip die Grundlagen des christlichen Glaubens. Alles, was den christlichen Glauben letztlich ausmacht und definiert, das wird geleugnet. Sie sagen, dass Gott keinen Sohn hat. Sie sagen, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde und entsprechend eben auch nicht aus den Toten auferstanden wurde oder ist. Und das ist eben, wenn man das wegnimmt, letztlich ein ganz gefährlicher Irrglaube. Jesus Christus muss unser Erlöser sein und Jesus ist entweder unser Retter oder er ist unser Richter. Und wer Jesus Christus nicht als den sieht und annimmt, der er ist, der geht letztlich verloren, auch wenn er noch so religiös ist. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu der Frage Moslem und Christ. Und zwar beim Thema Gebet wird das doch ziemlich deutlich. Im Koran wird sozusagen gefordert, dass man entsprechende Gebete verrichtet, fünfmal am Tag und noch andere Dinge tut und dass man dadurch eben auch zeigt, man unterwirft sich Allah.
Das ist letztlich das Entscheidende, diese Unterwerfung und dann dieser Gebetsgehorsam, der eingefordert wird und ohne den man sowieso keine Chance hätte bei Allah. Da geht's um Unterwerfung. Ein Christ betet aber, weil er eine Beziehung hat zu Gott. Da geht's um eine Beziehung, um ein liebevolles, freundschaftliches, auf Gnade aufbauendes Verhältnis, das im Gebet auch seinen Ausdruck erfährt und erhält. Und da geht es nicht um Unterwerfung, da geht es sicherlich auch um Demut und dass man Gott anerkennt und Gottes Furcht. Aber das ist eben keine Unterwerfung aus Angst oder in der Art und Weise, dass man eben Dinge tun muss, um überhaupt in die Position kommen zu können, dass man zu diesem Gott irgendwie einen Kontakt bekommt. Ein Moslem hat keine Beziehung zu Allah. Er dient ihm quasi durch Unterwerfung, durch gewisse Handhabungen und Handlungen, die er tun muss, um dann vielleicht gnädig und ja, wohlwollend angenommen zu werden, was aber auch auf einem anderen Blatt steht. Man hat keine Heilsgewissheit im Koran. Und das ist in der Bibel, im Evangelium, im Glauben an Gott, an Jesus Christus etwas anderes. Die Bibel gibt da ganz klare Auskunft, dass wer an Jesus Christus glaubt, dass der gerettet ist, dass der vertrauen darf, dass er angenommen ist, dass er auch durch die Neugeburt erfährt und spürt und wahrnimmt, dass er angenommen ist, dass er in Jesus Christus Vergebung seiner Sünden erhält und Frieden hat mit Gott, dass ein gutes Werk angefangen wurde in der Seele eines Christen und dass dieses gute Werk auch zur Vollendung gebracht wird, weil Jesus Christus, wie gesagt, der Anfänger, aber auch der Vollender des Glaubens ist. Und sowas kennen Moslems nicht. Soweit. Und jetzt wird es vielleicht etwas persönlicher. Wie erlebst du unseren guten Hirten und Heiland Jesus Christus so im Alltag? Gibt es da in deinem Leben besondere Erfahrungen? Ich meinerseits hatte schon so einiges an Erfahrungen mit dem Herrn machen dürfen. Und ich denke mir, du bestimmt auch. Möchtest du dich dazu äußern? Ja, liebe Martina, du fragst, wie erlebe ich Jesus Christus? Ja, das ist sicherlich eine individuelle Angelegenheit und es ist nicht so einfach, da eine Antwort drauf zu finden. Also man erlebt allgemein gesprochen Jesus Christus, indem man an ihn glaubt, indem man die Bibel liest, auch in diesem Glauben, dass Gott auch durch die Bibel zu einem persönlich spricht, in das eigene Leben hineinspricht, durch die Worte, die man liest und die man vielleicht sogar öfters liest. Und irgendwann begegnet einem dieses Wort auf eine ganz besondere Art und Weise. Es spricht einen an in einer Situation, die vielleicht vorher noch nie so da gewesen ist, obwohl man diesen Text vielleicht schon oft gelesen hat. Aber auf einmal merkt man, dass dieses Wort doch jetzt ganz persönlich in die Situation, in der man gerade steckt, hineinspricht. Und dann erfährt man sowas. Oder auch, indem man Gebete erhört bekommt, auf die eine oder andere Art und Weise, dass Dinge geschehen im Alltag, in den Umständen, die darauf schließen lassen, dass man eben hier Gottes Wirken wahrnimmt, indem man zum Beispiel bewahrt wird vor manchen Unglücken, vor manchen Stolperfallen im wörtlichen oder übertragenen Sinne oder auch durch manche Begegnungen, die man hat, im Internet zum Beispiel auch oder auch persönlich, wenn man unterwegs ist und dann jemanden trifft, mit jemandem redet und einen Kontakt erhält, ganz unverhofft und dass sich dann daraus etwas entwickelt, wie zum Beispiel jetzt auch bei uns. Du hast mich kontaktiert,
Du hast etwas von mir gehört und gelesen und ja, jetzt haben wir miteinander einen Kontakt und können diese Interviews machen und miteinander reden, uns austauschen und uns ergänzen und ja, neue Erfahrungen machen auch. Und das ist sicherlich kein Zufall. Es gibt eben auch zu manchen Zeiten auch Dinge, die man erfährt, die Gott dann auch hinein manövriert sozusagen in das Leben, in den Alltag hinein, die dann eben irgendwann dann auch lebendig werden oder auch in Bezug auf Partnerschaft, auf Ehe, dass man eben zu einem bestimmten Zeitpunkt jemanden kennenlernt, der dann auch zu einem passt und der einen ergänzt und den man liebt und wo man auch geliebt wird und wo man einfach merkt, das passt. Das hätte man von sich aus nie selbst irgendwie hinbekommen, geschweige denn überhaupt den Kontakt finden können. Und dann merkt man eben auch, dass Gott am Wirken ist. Und ich merke das auch, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, wenn ich dann versuche, auch Texte zu schreiben und einzusprechen in meinen Dienst hier im Internet, da merke ich auch, dass Gott mich führt, mir Gedanken gibt, die ich dann auch zu Papier bringe und einsprechen kann. Und da spüre ich auch das Wirken des Heiligen Geistes, wie ich dann auch ein gewisses Verständnis bekomme, wie ich dann auch die Dinge ja im Zusammenhang erkenne und versuche auch praktisch irgendwie ja darzulegen, so dass die Leute, die Menschen, die Zuhörer und Abonnenten, dass die dann auch das nachvollziehen können, dass es irgendwie alltagstauglich ist und dass ich hier einfach auch ehrlich sein darf vor Gott, aber auch vor anderen Menschen, vor anderen Mitchristen. Und das sind auch Dinge, wo ich dann merke, dass Gott wirkt, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und auch meine Schwächen offenlegen kann und auch ehrlich bin und mich nicht irgendwie als was Besseres darstelle, als ich bin. Und nicht mehr von mir halte, als sich's gebührt, wie die Bibel ja auch sagt. Und wen Gott ehren will, den wird er auch ehren, und zwar so, wie er das für richtig hält und wann er es für richtig hält oder ob er es überhaupt für richtig hält. Das soll auch mal gesagt sein. Wir sollen nicht unsere eigene Ehre suchen, das heißt aber nicht, dass Gott uns nicht trotzdem ehren möchte. Letztlich geht es aber darum, dass wir Gott ehren durch das, was wir tun. Und wenn wir gehorsam sind und auch die Dinge tun, die Gott gut findet, und die er segnen kann, dann spüren wir das auch. Dann wird der Glaube auch lebendig, dann hat man eine Ruhe, einen Frieden auch in seinem Herzen. Und ja, auf die Art und Weise spürt man eben auch, dass Gott da ist und wirkt. Und man hat eine Hoffnung. Man sieht die ganze Welt, ganzen Umstände mit anderen Augen. Man hat ein Ziel, auf das man zusteuert, die Ewigkeit der Seelen, Seligkeit, wie die Bibel sagt. Und ja, das sind auch Dinge, die eben mit einer lebendigen Hoffnung verbunden sind, und auch dadurch merkt man, dass Gott da ist. Und manchmal hat man auch so unverhofft kleine Glücksmomente, wo man dann einfach ja sich total geborgen fühlt und glücklich ist und über das ganze Gesicht strahlen kann und einfach Frieden hat und Freude hat und sich einfach ja Gott nähert in einer Art und Weise, die vielleicht gar nichts mit dem Verstand zu tun hat, sondern das sind dann einfach ja durch die Seele einfach Gott ganz nahe ist und solche Glücksmomente hat im Alltag, vielleicht kennt ihr das auch, ne? Wo man dann total zufrieden und glücklich ist und strahlen kann und einfach ja dankbar ist, dass man Christ ist, dass man Erlösung hat, dass man Jesus Christus ja als Erlöser und Freund und Retter finden durfte und man ist einfach ja dankbar und kann das vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja, das sind so die Momente, die ich manchmal auch erlebe, die wir auch brauchen. Aber manchmal müssen wir eben auch ganz pragmatisch sein und nüchtern sein, wie Petrus ja auch sagt in seinem Brief, dass wir uns ganz auf die Gnade Gottes in Jesus Christus verlassen sollen und nüchtern sein sollen. Und ich denke, gerade jetzt in dieser konfusen und komplizierten Zeit, in der wir leben, ist das eben auch nötig, dass wir manchmal nüchtern sind und nicht so auf Gefühle fixiert sind, obwohl die sicherlich auch wichtig sind. Aber vor allem nüchtern sein und uns auf die Gnade Gottes verlassen in Jesus Christus. Damit fahren wir immer gut. Soweit. Jetzt könnte es tatsächlich spannend werden. Was sagt Gottes Wort über
Engel. Gott ist ja der Herr der Heerscharen. Er sagt ja auch in seinem Wort, dass er seinen Engeln befohlen hat, uns zu behüten. Nun, ich bin sehr gespannt und auch interessiert, wie viele, so glaube ich, andere auch. Ja, was sagt die Bibel über Engel? Eine ganze Menge, würde ich meinen. Im Alten Testament werden Engel 100-mal erwähnt und im Neuen Testament sogar 150-mal. Engel sind Geschöpfe Gottes, sie haben einen Leib, sie sind sichtbar und sie sind Diener Gottes, sie sind auch Boten und Beschützer. Sie hatten auch verschiedene Aufgaben. Sie haben ja zum Beispiel auch der Maria verkündigt, dass sie das auserwählte Gefäß ist. Und Engel haben auch gekämpft gegen antichristliche Mächte und Heere und Länder und so weiter. Da werden auch einige Szenarien erwähnt in der Bibel. Und es gibt auch eine Hierarchie unter den Engeln. Also es gibt auch die Engel, die den Thron Gottes bewachen, das sind die Cherubim. Und dann gibt es auch noch Erzengel und andere Engel. Also da gibt es auch eine gewisse Hierarchie und Ordnung im Himmel. Und Engel sind auch nicht alle gleich, haben auch verschiedene Aufgaben und verschiedene Machtpositionen. Aber es gibt eben auch, wie die Bibel sagt, Engel, die zu Dämonen wurden, Engel, die sich dem Teufel angeschlossen haben, der ja ein hoher Engel war, ein Cherubin, der den Thron Gottes bewacht hatte und der von seiner schöpferischen Herrlichkeit, die er von Gott bekommen hat, so fasziniert und begeistert war, dass ihm das irgendwie zu Kopf gestiegen ist. Also es gibt auch böse Geister, Mächte, die unter dem Himmel wohnen und Herrschaften, wie der Epheserbrief sagt. Das sind auch ehemalige Engel, Geisteswesen. Und Engel haben auch verschiedene Aufgaben. Und den sogenannten Schutzengel, den gibt es wohl tatsächlich. Und viele haben auch schon diverse Erlebnisse gehabt, dass sie bewahrt wurden auf ungewöhnliche Art und Weise, dass sie Erscheinungen hatten vielleicht, aber dass sie gespürt haben, dass sie vor irgendeiner Gefahr bewahrt wurden, dass ihnen geholfen wurde auf eine übernatürliche Art und Weise. Und das ist auch, ja, durchaus eine Erfahrung, die auch ein Christ machen kann, dass da Engel um ihn herum sind. Es gibt nun auch die Esoteriker, die sich ja auch gerne auf Engel berufen und Kontakt mit Engeln haben wollen anscheinend und da diverse Botschaften herausfiltern oder kreieren. Und ja, das ist natürlich Unsinn und es ist eine Gefahr auch, weil in der Bibel heißt es auch, dass der Teufel sich verstellt als ein Engel des Lichts. Es gibt also auch Engelwesen, Dämonen, die vorgeben, Engel Gottes zu sein und die Menschen verführen und irritieren und Böses tun und nichts Gutes im Sinne haben. Auch diese ganzen okkulten Dinge, die Menschen machen, der sogenannte Satanismus und von dem sie ja sagen, dass das was Gutes ist und nichts Böses und dass das eigentlich mit dem Teufel gar nichts zu tun hat und so weiter. Das hört man immer wieder und liest man immer wieder, aber das ist eben dann auch der Betrug der Sünde, der Betrug des Teufels, der die Leute verblendet, der ihnen irgendwas vorgaukelt und am liebsten bleibt er natürlich im Hintergrund und es ist ihm ganz recht, dass die Leute ihn nicht ernst nehmen, umso mehr kann er sie beeinflussen. Und das sind auch Engelwesen, auch Geschöpfe Gottes. Aber die Bibel sagt auch, dass wir Christen einmal über Engel richten werden. Das ist auch eine erstaunliche Tatsache, die in der Bibel zu finden ist. Engel gibt es, wir sollen aber den Engeln Respekt entgegenbringen, sicherlich, aber wir sollen sie nicht anbeten. Das sollen wir nicht, sondern wir sollen Gott die Ehre geben und wir sollen dankbar sein, dass es die Engel gibt, die Geschöpfe. Aber ein Engel ist eben kein Kind Gottes. Das heißt, die Engel sind uns zwar überlegen in jeder Hinsicht, viel stärker als wir, viel klüger als wir und sie wissen auch viel mehr, aber dennoch sind sie keine Kinder Gottes.
Und das ist eben auch der Unterschied. Ein Engel wird in der Ewigkeit nicht die Stellung haben wie ein Kind Gottes. Ob wir das nun verdient haben, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist einfach die Gnade Gottes. Engel wurden geschaffen und Christen wurden sozusagen gezeugt durch den Heiligen Geist. Ein neuer Mensch ist entstanden, ein geistlicher Mensch, ein sündloser Mensch. Und das unterscheidet ihn eben von den Engeln. In welcher Art und Weise, das werden wir dann erfahren im Himmel. Aber ich freue mich drauf, dass ich im Himmel, wenn wir eines Tages da sein werden, auch Engel sehen werden, mit ihnen reden werden und ja, sie einfach anschauen dürfen. Und in der Bibel heißt es auch, dass wenn wir einen neuen Leib bekommen, dass der den Engeln ähnlich ist. Also da werden wir auch auf jeden Fall einen Bezug haben zu ihnen und werden gemeinsam Gott loben und ihn preisen. Und wir werden noch wunderbare Dinge erleben, vielleicht auch in der Ewigkeit mit den Engeln zusammen. Wer weiß, alles ist möglich. Engel sind reale Lebewesen und wir dürfen uns freuen, dass es sie gibt. Aber wir müssen eben auch wissen, dass es eben auch Dämonen gibt, die sich als Engel des Lichts verkleiden und uns nichts Gutes tun wollen. Aber wir sind beschützt, wir sind bewahrt, wenn wir uns auf Jesus verlassen. Und es gibt auf alle Fälle viel mehr, als man sieht. Es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit und da spielen Engel eben auch eine gewisse Rolle. Soweit. Und nun gibt es in deinem Leben einen Bibelvers, der dich schon sehr lange auf deinem Weg begleitet. Hast du vielleicht auch für uns ein ermutigendes Wort? So, ein Vers, der mir zugesprochen wurde und der mich seitdem auch begleitet hat und sich auch mehr oder weniger auch in meinem Leben erfüllt hat, steht in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12. Da heißt es: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast. Ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, und das war quasi auch mein Taufspruch. Und jetzt ziehe ich erstmal die andere Brille wieder auf, weil mit der hier kann ich nicht so gut lesen. Und das ist quasi der Vers, der mir wichtig geworden ist, dass ich ja das Wort ergreife, dass ich auch Zeugnis gebe und das auch weitergebe, was ich erfahren habe in meinem Leben und vor vielen Zeugen sozusagen. Und das ist jetzt eben auf Internetweise geschehen sozusagen, indem ich eben hier das Wort Gottes versuche zu verkündigen. Und auf die Art und Weise hat sich das quasi in meinem Leben mehr oder weniger erfüllt. Auch durch die ganzen E-Books, die ich geschrieben habe und bei Daily Message, die vielen Andachten, die ich schreiben durfte. Und jetzt eben diese Arbeit, dieser Dienst bei YouTube, den ich sehr gerne tue. Und auf diese Art und Weise hat sich dieses Wort quasi in meinem Leben erfüllt. Und ich habe mir diesen Text damals nicht selber rausgesucht, sondern der wurde mir zugewiesen. Und das hat sich irgendwie in meinem Leben auch bestätigt, dass ich jetzt auf diese Art und Weise das umsetzen darf, dass ich das bekennen darf vor vielen Zeugen, dass ich den guten Kampf des Glaubens kämpfen darf. Und das ist etwas, was ich gerne mache. Ich sehe mich ja auch ein Stück weit als Apologet. Das ist ja übersetzt ein Glaubensverteidiger. Und das mache ich ja auch im Internet. Immer wieder gegen Widerspruch, gegen Atheisten, gegen Zeugen Jehovas auch, die eine falsche Lehre verbreiten, gegen Moslems, die die Bedeutung von Jesus Christus nicht anerkennen wollen. Und manchmal kämpft man auch gegen andere Christen, die eben andere Meinungen haben. Das sei ihnen ja auch gestattet, solange sie sich auf dem gesunden und geraden Fundament des Glaubens ans Evangelium halten. Dann kann man manche Sachen auch stehen lassen und muss da nicht groß debattieren. Aber kämpfen muss man schon, auch im eigenen Leben. Und das ist vielleicht jetzt auch die Botschaft, die ich jetzt hier weitergeben möchte, wo du auch mich gefragt hast, ob ich nicht ein gutes Wort habe. Und ja, das habe ich.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das beinhaltet ja, dass dieser Kampf nichts Schlechtes ist. Es gibt sicher auch Kämpfe, die sind überhaupt nicht gut, die sind überflüssig, die kann man sich eigentlich sparen und seine Kraft und sein Geld nicht zum Fenster hinauswerfen. Aber man kann eben auch auf die Weise kämpfen, indem man das gut macht, weil es nämlich eine gute Botschaft ist. Die gute Nachricht, das ist ja die Bedeutung von Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gott, der den Himmel verlassen hat, der sich erniedrigt hat bis zum Kreuz, der sein unschuldiges, heiliges Leben hingegeben hat ans Kreuz, der jedem, der an ihn glaubt, die Sünden vergibt, der dafür sorgt, dass so jemand nicht vors Gericht kommt, dass der sich mit Gott versöhnen durfte, dass der ein Kind Gottes wurde, dass der sogar noch belohnt wird, noch Lohn erhalten kann für sein Leben, für seinen Dienst, für das Gute, was er tut im Sinne Gottes. Da werden wir auch noch belohnt, was ja auch schon unbegreiflich ist, dass wir auch noch für den Glauben, den wir uns gar nicht selber herausgesucht haben, der uns geschenkt wurde, für die Vergebung der Sünden, dass wir auf dieser Grundlage auch von Gott noch belohnt werden. Am Thron Gottes, am Preisgerichtsthron Jesu Christi, wo ja nur Christen hinkommen werden. Da geht es nämlich nicht um die Erlösung, die haben wir bereits, sondern da geht es um unsere Werke, ob sie einen Wert hatten für die Ewigkeit, ob sie im Sinne Gottes geschehen sind oder ob sie nur egoistischen Zielen gedient haben. Das ist auch etwas, was die Bibel ganz klar sagt. Wir dürfen auch uns Schätze im Himmel sammeln. Und ja, wenn wir darüber nachdenken, was für Möglichkeiten wir auch haben, auch die kleinen Dinge zählen da vor Gott, vielleicht manchmal mehr als die großen Dinge, die wir uns einbilden. Selbst ein Glas Wasser, sagt die Bibel, wird nicht unerwähnt bleiben vor Gott, wenn wir sie im Glauben einem Bruder, einer Schwester gegeben haben, wenn wir einander Gutes tun, wie die Bibel ja auch sagt, dass wir Gutes tun sollen, allermeist an des Glaubens Genossen. Und ja, das ist jeder Christ, jeder, der sich mit uns auf den Glauben beruft, auf den rettenden Glauben an den gekreuzigten Sohn Gottes, Jesus Christus, dessen Blut geflossen ist zur Vergebung der Sünden, dass wir rein sind durch seine Wunden, dass wir geheilt sind durch seine Wunden, wie Jesaja sagt, und dass er für uns persönlich das Lamm Gottes wurde und dass unsere Sünden bezahlt sind. Und auf dieser Grundlage dürfen wir unser Leben leben, dürfen wir uns Schätze für die Ewigkeit sammeln, Dinge, die vor Gott Bestand haben, die durchs Feuer hindurch Bestand haben, nicht verbrennen, nicht Holz, Heu, Stroh, sondern Edelsteine, Gold und Silber. Das sind Dinge, die das aushalten, die einen Ewigkeitswert haben. Und das ist die Botschaft, die Motivation für dich und für mich. Wir können Dinge tun, die vor Gott einen großartigen Wert haben werden, die in der Ewigkeit eine Bedeutung haben, die Wellen schlagen, die etwas Wunderbares aussagen und bewerkstelligen und aufzeigen konnten, weil wir sie getan haben. Und in der Bibel heißt es auch, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und mit diesem schönen Wort, mit dieser Ermutigung will ich mich jetzt auch verabschieden und nochmal herzlich Dank sagen, auch dir, Martina, für deine Fragen, für die Möglichkeit, dass ich mich hier äußern kann. Und ja, ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, ein großartiges Format jetzt auf diese Art und Weise, vielleicht mal was Neues in meinem Kanal zu machen. Und ihr dürft mir gerne eure Meinung dazu schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Und ich will sicherlich weitermachen wie gewohnt, aber zwischendurch so ein Interview einstreuen, vielleicht auch mal mit jemand anderem. Vielleicht werde ich auch mal Martina interviewen oder einen guten Freund, den ich schon angefragt habe. Es gibt viele gute Möglichkeiten und ja, ich muss mich nicht verstecken, hoffe ich. Und dann seht ihr mich eben. Und ja, ich freue mich über diese neue Möglichkeit und danke euch und wünsche euch von Herzen Gottes reichen Segen. Wir sind reich in Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind erlöst und wir haben eine wunderbare, herrliche Zukunft vor uns. In der Bibel heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen
bereitet, die ihn lieben. Wunderbare Aussichten. Alles Liebe und alles Gute. Ja, und jetzt möchte ich dir erstmal danken für deine Antworten, die wieder mal sehr aussagekräftig waren. Und ich möchte dir und deiner Frau von Herzen wünschen, dass Gott seinen Schirm über euch hält und euch auf eurem weiteren Lebensweg bewahrt, dass er euch in aller gesundheitlichen Schwäche immer wieder die nötige Kraft schenkt. Ob es noch ein drittes Interview gibt? Ich weiß es nicht. Lassen wir den darüber entscheiden, der zu diesen beiden Gesprächen viel, viel Gnade geschenkt hat. Jesus ist Herr und König und er regiert. Damit möchte ich schließen und nochmals Danke sagen. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Und ich möchte mich noch kurz entschuldigen, denn ich bin noch etwas erkältet und falls es in der Zwischenzeit in dem Gespräch etwas heiser klang, dann verzeiht mir das bitte. Ja, ich sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Liebe Grüße, Martina.